Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Lost Ark. Das Spiel ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Wir können Viecher klatschen, wir können grinden, wir können ewig viel MMO-Stuff genießen. Ich weiß eigentlich auch noch nicht genau so richtig, in welche Richtung es geht, weil ich habe bisher nur die ersten 50 Level gespielt und wäre jetzt halt bei meinem ersten Chaos Dungeon. Also darauf soll es ja hinauslaufen, ab Level 50. Ich dachte mir, wäre eine gute Idee, so als Einstieg, wenn ich das auf YouTube bringe, das einfach mal aufzunehmen. So, ich, wie gesagt, ich bin da noch gar nicht drin. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal eine Gruppe ran. Ich glaube, das macht man nicht alleine. Also sollte man nicht alleine machen. Und gucken mal, wie der Dungeon wird, ne? Alright. Ja, die Gruppensuche ging erstaunlich schnell. Tatsächlich. Boah, was? Was? Gut, wir sind bei einem ziemlich vollen Server. Deswegen, ich denke mal, das passt schon so. Falls ich da irgendwie falsch spiele, blamet mich noch nicht. Wie gesagt, ich bin gerade erst rausgekommen aus dem Levelbereich, aus dem Hauptquestbereich. Deswegen, ich habe mich noch gar nicht um Skills gekümmert. Ich habe mich irgendwie noch gar nicht darum gekümmert, was ist mein Gear, was ist meine Gravur, was ist mein Kartenset. Ich spiele jetzt einfach mal genauso, so wie ich davor gespielt habe. Wir sollten es eigentlich aus Rollen bekommen. Weiteres, denke ich mal, kommt dann noch. Aber ich bin gerade ein bisschen überrascht, wie schnell es hier dann doch losgeht. Also wie gerade aus der Gruppensuche rausgegangen. Die hat, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden gedauert. Geht los, oder? Oder? Ah, die wollen noch clearen. Okay, die wollen noch clearen. Jetzt hat, ja, okay. Gerade aus der Gruppensuche rausgekommen und es geht direkt los ins Gemetzel. Also, ja, gut, ne? Gibt's hier eine Karte? Hier gibt's eine Karte, sehr schön. Müsste eigentlich am Ende dann auch so ein kleiner Boss kommen. Oh. Ich hab auch noch nicht. Warte mal, das war's? Nee, oder? Ich meine, hier hat schon fett gelootet. Wir sollten hier auf jeden Fall das ein oder andere Equip-Teil farmen können. Die, glaube ich, aber noch nicht so krass sind, weil der Raid an sich auch noch nicht eine hohe Stufe hat. Wäre zu mein Guess. Was jetzt halt eher so die Geschichte hier sein soll, ist, dass wir Handwerksmaterial für das Verbessern von Ausrüstungsgegenständen bekommen. Damit habe ich mich auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich ziehe jetzt einfach mal hier kurz was an. Mitten im Raid. Komm her! Ich glaube, also es ist halt wirklich komplett nicht das Bild, was man eigentlich fahren sollte. Aber wenigstens klatscht es schön. Es klatscht gut. Das ist ja wichtig. Kommen bisher auch ganz gut klar. Noch nicht so viel Damage bekommen. Nur einmal potten müssen. Alter, das ist halt auch das erste Mal, wo ich mit irgendwelchen People zusammenspiele. Davor das die ganze Zeit halt solo gespielt. Alter, es ist halt auch schon echt mehr auf dem Bildschirm, ne? Es ist schon echt mehr auf dem Bildschirm, wenn man das hier in einem Raid so zu viert macht. Ja, okay. Let's go. Oh, wie geil sich das halt einfach anfühlt, da seine Fähigkeiten reinzuhauen und alles spratzelt einfach nur. Also Trefferfeedback ist halt hier einfach Peak in dem Spiel. Da habe ich, glaube ich, echt selten sowas Geiles erlebt. Ich würde auch sagen, so das Spiel an sich, das ist echt ein Game. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das soll ja schon seit 2010 in der Entwicklung sein. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin auch echt froh, dass ich es nicht auf dem Schirm hatte, weil wenn ich das gesehen hätte davor, ne, ich hätte es gar nicht ausgehalten zu warten. Also so safe nicht. Deswegen würde ich sagen, das Game ist das Spiel, auf das ich nicht direkt gewartet habe, aber indirekt schon echt gewartet habe, dass mal sowas released wird. Ich meine, daher, dass sich ja Diablo auch ein bisschen Zeit lässt, ne, kommt es jetzt gerade recht, da einfach mal so ein bisschen schön schlachten zu können. Falls es auch interessiert, ich glaube, das mache ich mal kurz in einem weniger unentspannten Moment. Ich weiß, ich habe meine Special-Fähigkeit. Ich würde die nur gerne in der letzten Sequenz einsetzen. Ja, gut. Falls es interessiert, ich habe 270 Ausrüstungslevel. Also das, da ist noch sehr gut Luft nach oben.
Ich weiß gar nicht, sieht man irgendwo? Ach so, das war die finale Stufe. Ach so, verstehe. Okay, und das ist jetzt halt so ein lausiger Stein, oder was? Der ist es jetzt? Ah, hier kann man auch noch so ein bisschen die Stats sehen. Aber ich kann meine nicht sehen, oder wie? Wahrscheinlich nur dann Stufe auswählen. Verlassen. Okay. Ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ja, das war der erste Chaos Dungeon, Leute. Das war der erste Chaos Dungeon. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß auch nicht. Also, natürlich, so Impact und Schlachtgefühl schon geil. Aber ich habe jetzt irgendwie mit mehr, also mit einem krassen Boss am Ende oder so gerechnet. Offensichtlich doch nicht. Der ja, ich denke. Der Dimensionsriss ist offen. Trixion braucht eine neue Energiequelle. Gut. Jetzt nicht. Bitte. Jetzt nicht. Hilf uns. Ich würde sagen, das war ganz gut, einfach mal so ein bisschen so in das Spiel reinzukommen, jetzt halt auch auf dem Kanal hier. Ich denke, da wird in Zukunft noch einiges kommen, weil das Spiel macht mir halt mies Spaß, ne? Also Lost Ark ist schon echt, echt so eine kleine Perle, die ich da gefunden habe oder durch die ich durch YouTube aufmerksam wurde. Da können wir ein bisschen reingehen, Leute, ne? Da können wir ein bisschen reingehen. An der Stelle, ich würde einfach nur sagen, das war's für die Folge. Noch nicht ganz. Wir haben nämlich eine Sache vergessen, und zwar den Loot anzuschauen. Ich dachte eigentlich halt so ein bisschen blaues Zeug, was da rauskommt, kann, also muss nicht unbedingt so geil sein, aber ich glaube schon. Also wenn wir mal hier anschauen, wir haben Gegenstandsstufe 255 ausgerüstet und wir kommen hier auf 302 mit dem Gear. Hier gibt es keine, glaube ich, oder? Kann man das vielleicht parallel offen haben? Ah, das hat keinen Einfluss darauf. Verstehe nicht ganz, aber vielleicht klärt sich das noch. Gleiches für die Maske, oder wie? Ne, die hat auch wieder diese 302-Stufe. Weiß ich jetzt nicht. Na gut, wir sind Assassine, das muss wohl passen. Ja, eine Sache habe ich ja, glaube ich, im Dungeon schon angezogen gehabt. Und zwar waren das die Handschuhe. Da können wir auch mal kurz gucken. Ja, geht von 265 auf 302. Sonst? Ja, Stein hatten wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, der ist es halt nicht. Da müsste man eh mal kurz dann noch gucken, welche Gravureffekte man für die Klasse denn genau bräuchte. Aber sonst, ich bin... Mit wie viel war's? 270. Wir hatten davor 270 Ausrüstungsstufe. Und jetzt sind wir bei 286. Bisschen hat sich schon geändert, ne? Ja, wollte ich einfach nur kurz zeigen noch, was man denn da jetzt noch so rausbekommt beim ersten Chaos Dungeon. Also... Doch schon ganz okay für den ersten. An der Stelle war es aber. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis jetzt einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.